Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Minecraft Technik Let's Plays. Ich habe den Umbau hier gemacht. Da stehen jetzt Turtles, wo ich gar nicht dran gedacht habe. Man kann ja mit 1.6 die Waffen auch auf beide Seiten machen, beziehungsweise auf die andere Seite machen. Ich habe nämlich, als ich die Turtle dahingestellt habe, ganz normal, wie die hier auch, das Schwert auf der linken Seite gehabt. Ne, aus Versehen auf der rechten Seite gehabt. So. Hat das gar nicht gemerkt und hatte dann immer noch Explosionen. Ich denke, na, du, das kann doch nicht sein. Gucken gegangen. Ja klar, Schwert auf der anderen Seite. Der Creeper steht genau in der Ecke. Klappt nicht. Schwertseite gewechselt. Funktioniert. Keine Explosionen mehr. Die neuen Programme und die zusätzlichen Turtles sind also erfolgreich. Wunderbar. Ich bin zufrieden. Wobei bei von euch ein Vorschlag kam, oder Frage kam, so eine Mischung aus Vorschlag und Frage. Ich könnte ja hier vor die Turtles einen Graben machen mit Liquid Force. Ja, ob ich das nicht wüsste oder ob ich das nicht wollte und warum ich das nicht wollte. Ich wusste das, ja. Ich wollte es aber nicht. Ich habe es auch schon in der Kommentare geantwortet, aber ich sage es halt hier jetzt nochmal. Für diejenigen, die es nicht wissen, Liquid Force. Wenn ich hier einen Liquid Force Graben machen würde, die Mobs fallen da rein. Das hat den Effekt wie bei Wasser. Sie hätten also mit der Strömung zu kämpfen. Wenn man es so macht, dass von der Seite darüber die Strömung geht, würden sie nicht mehr in der Ecke stehen bleiben. Das wäre schon mal ein Punkt. Durch die Ventilatoren könnten sie auch nicht wieder aus dem Wasser rausspringen. Sie könnten also nicht weg, würden dementsprechend schneller getötet. Und Liquid Force zieht den Mobs die Rüstung aus. Das heißt, also wenn sie eine Rüstung tragen. Das heißt, erstens, sie würden, ja, wären nicht mehr geschützt, könnten noch schneller getötet werden. Und zweitens, unser Loot würde sich erhöhen. Wir bekommen ja, ja, jetzt mal hier habe ich es jetzt nicht mehr. Wir bekommen ja, solche Rüstungsteile, die wir hier mit Force-Transmutation umwandeln in Ingots. Das würde sich dann erheblich erhöhen, weil dann nicht mehr diese zufällige Droprate kommt, sondern weil, wenn ein Mob die eine Rüstung anhat oder eine Waffe hat oder weiß der Geier, ne, Waffe glaube ich nicht, aber Rüstung, die auf jeden Fall ausgezogen wird und somit wir sie als Loot haben. Und das ist der Hauptgrund, warum ich das am Anfang nicht gemacht hatte. Wer meine RET-Folgen kennt und die dortige Mobfarm, oh, das ist schön, hier wird schön produziert, der weiß, was ich dort an Metallen, boah, das geht, Wetter geht mir hier auf den Keks, das ist permanent am Regnen. Was ich dort an Metallen hatte. Ich bin ja gar nicht mehr minern gegangen und habe gar keine Quarry laufen gehabt und hatte trotzdem Metall bis zum Abwinken. Was ich nicht hatte, waren Tungsten und so Sachen. Das brauchte ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das hätte ich erst später gebraucht und da war ich ja dann schon ausgestiegen. Alles andere, Stahl, ich brauchte keinen Stahl herstellen. Ich hatte, ich weiß nicht, 5000 Stahlblöcke. Ne? Und also Scherzchen, das waren alles Mobdrops. Gut, das war jetzt zum großen Teil auch noch von den, wie heißen sie denn jetzt? Die Forcebacks? Forcebacks? Ach, ist egal, ihr wisst, was ich meine, ja, was von Dartcraft gedroppt wurde. Jetzt wird es ja nur noch gedroppt, wenn man die Treasure-Verzauberung hat. Beziehungsweise man findet es in Kisten. Das kam ja auch noch dazu. Ja gut,
Das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich das nicht mache und von Anfang an auch nicht wollte. So, und hier bin ich mir jetzt noch nicht so im Klaren. Ich habe hier noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Stromversorgung wird, wie ich mir schon gedacht habe, ein Problem, wenn das dauerhaft läuft. Aber es soll ja auch nicht dauerhaft laufen. Schon allein, weil ich nicht weiß, was wir mit dem Jojometer herstellen sollen. Scrap habe ich jetzt schon mal ein bisschen. Ich lasse jetzt auch die Force, nein, nicht die Force Logs, die normalen Oakwoods Blocks lasse ich jetzt hier exportieren, wenn es mehr als 100.000 sind. Die werden dann automatisch gecraftet in Planks und die dann in die Recycler geführt. Das ist unsere Überproduktion an Holz, wo ich beim besten Willen jetzt nicht mehr weiß, womit was ich damit machen soll. Außer vielleicht hier hinten den nochmal vergrößern und dann noch einen zweiten Steamofen dran oder sowas. Oh, da bräuchte noch nicht mal einen zweiten. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber selbst dann, nee. Naja, wir haben da auf jeden Fall eine Überproduktion, die geht jetzt weg. Alle möglichen Überproduktionen werden hier reinlaufen. Sachen aus der Mob-Farm geht nicht. Hoch. Schmeiß das jetzt mal hier in die Kiste, wo es ja in die Recycler gezogen würde. Geht nicht. Oh doch, bei den Knochen ging's. Aha. Im letzten Test ging es beim Knochen auch nicht. Okay, dann wären Knochen noch eine Möglichkeit. Aber Arrows, Bone Meal geht nicht. Rotten Flesh, glaube ich, geht auch nicht. Aber nur, wenn man es automatisiert. Wenn man es von Hand reinlegt, ja, der ist jetzt gerade am Arbeiten. Geht's. Weiß nicht, ist das ein Bug? Wenn ja, von welcher Mod? Oder ist es ein Nerf von, ich behaupte mal GregTech, weil hier Recycler, die sind ja GregTech. Dann wäre der Bug auch von GregTech. Oder halt der Bug wäre von Ender.io. Glaube ich aber eher weniger, weil die Ender.io Pipes, Conduits, ja von den Maschinen gesagt kriegen, was sie reinbringen dürfen und was nicht. Ich glaube aber nicht an den Bug. Nicht so wirklich. Ich denke eher, das ist etwas, wo Gregorius sagt, das ist mir zu mächtig. Wenn ihr das nutzen wollt, solche Drops, dann schmeißt sie gefälligst von Hand da rein. Ich habe nicht ausprobiert, ob es mit anderen Pipes geht, keine Ahnung. Ich möchte das auch nicht ausprobieren. Das mit den Logs müsste eigentlich alles vollkommen reichen. Wie machen wir hier weiter? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Ich habe eine Zeit lang überlegt, hier noch einen, wie heißt denn das Ding? Igneous-Extruder hinzumachen, der vom AE gesteuert wird und gegebenenfalls Kobbel produziert, der hier reinläuft. Das geht nämlich. Weiß ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Das Ding hier, Moment. Ich weiß nicht, ob wir das Liquid jetzt verlieren. Machen wir so also mal leer. Na komm. Der ist übrigens einfach nur so da drin. Wird gar nicht gebraucht. Zack.
So, dann wäre nämlich, wenn ich das mache, der Lümmel hier, damit ich hier noch Pipes legen kann. Ich glaube, das bereiten wir auch vor. Ob ich es dann wirklich mache, ist ja wieder eine ganz andere Sache. Dann wäre hier auch optisch ausgeglichen. Ich bin mir da echt unschlüssig. Schon allein, weil ich das Heliometer eh nur produziere, um diese Überproduktion loszuwerden. Deswegen habe ich mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht. Igneos. Ach, warum klicke ich denn da jetzt drauf? Ach, wie ich da gerade. Warum hat er das jetzt gelöscht? Ah, okay. Wie ich da gerade das da sehe. Gut, das ist jetzt der von Sharing. Aber Atomic Tinkerer, passt zu dir mal. Kennt sich da jemand ein bisschen aus? Ich komme nämlich nicht weiter. Ich werde das gleich mal zeigen. Habe ich das zufällig alles drin? Nein. Was fehlt? Ein Piston, okay. Ein Maschinenframe. Piston. Macht hat. So und so. Also. Zack. Brauchen wir noch einen Lava-Eimer und einen Wassereimer. Oh, habe ich zufällig sogar noch. Ich dachte, ich müsste jetzt runterlaufen, wo ich sowieso hin will, für die Frage, die ich euch mal stellen muss. Oder stellen möchte. Zack, zack. Wer das übrigens nicht weiß, Kobbel, da brauchen wir nur einen Wassereimer und einen Lavaeimer, der sich niemals verbraucht. Für Cleanstone und für Obsidian, weiß ich jetzt nicht, welches welches. Verbraucht sich jeweils eins von den beiden. Vanillatechnik. Ja, man könnte das ja auch einfach nur im Vanilla produzieren, ohne diese Maschine. Müsste man nur etwas zum Abbauen machen. Eine Turtle oder keine Ahnung, ein Blocksmasher oder sowas. So, meine Frage, die ich mal stellen möchte. Ich komme hier nicht weiter. Hier ist alles erforscht. Hier ist alles erforscht. Hier ist alles erforscht. Gut Deutsch, überall ist alles erforscht. Ich weiß aber, hier fehlen noch Sachen. Und zwar bei auf jeden Fall bei Atomic Tinkerer. Ich habe sogar den Bienenkram hier erforscht. Wo ich den ja überhaupt nicht brauche. Ich kann mit Bienen nichts anfangen. Hier fehlen auf jeden Fall noch Sachen. Ich glaube, Wandfokusse fehlen noch, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Da ist übrigens einer hier. Ne, der ist es nicht. Bei dem. Ne, irgendwo. Ah, da. Wandfokus, Pechs Curse. Wer das nicht weiß, das Ding kann man nicht craften. Den kann man nur durch Handeln bekommen.
mit diesen, ja, Pechs heißen die. Das sind so komische, golemartige Wesen mit einem riesen Rucksack auf dem Buckel, die im Magical Forest eventuell rumrennen. Die kann man bestechen mit einem Emerald, dann werden sie zum Freund für kurze Zeit, und wenn sie Freund sind, kann man mit ihnen handeln. Wie mit einem Villager, so ungefähr. Nur, dass man sich die Sachen nicht aussuchen kann, mehr oder weniger, sondern ja, sie zufällig sind, was man da kriegt. Teurer Spaß, guter Grund für eine Emerald Farm. Also ich habe jetzt die Tage mal einen gesucht und habe da 3 Stacks Emerald verblasen. Diverse Sachen bekommen. Ich weiß nicht, ist hier was dabei, was ich bekommen habe, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, so ein paar Essenzen, aber ansonsten eigentlich nichts. Aber auf jeden Fall nicht so ein Fokus. Naja, aber egal, das nur so am Rande für jemanden, der das eventuell nicht weiß. Ja, der sich den herstellen möchte und denkt, verdammt nochmal, wie. Ja. Was hier auf jeden Fall fehlt. Wo ist denn das? Es gibt Steigerungen von diesen Waffen. Oder von diesen Werkzeugen. Und die sind von Taumik Tinkerer. Ichius hast du nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich. Irgendwas mit Ich. Da. Ichorium. Ach, es gibt sogar Klamotten von. Aha. Also gibt es einiges von, erstaunlich. Das sind die absoluten Imba-Waffen überhaupt. Und auch hier die Klamotten, absolut Imba. Das ist wirklich schon overpowered eigentlich. Und vor allem kann man damit etwas bekommen, den Zugang zu einer Dimension bekommen, die ich euch gerne noch zeigen würde. Zum einen, um sie selber zu sehen, und zum anderen, um sie mal zeigen zu können. Ich habe nämlich, glaube ich, noch kein Video gesehen, wo die gezeigt wird. Da braucht man diese Sachen auf jeden Fall. Und ich komme hier nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie kriegen soll. Irgendwas fehlt. Also wenn da einer einen Tipp für mich hat, immer her damit. Ich habe mittlerweile hier schon die... Ne, das sind noch die normalen. Achso, hier den besseren Helm. Das ist auch TT, Atomic Tinkerer, gecraftet, um ihn scannen zu können. Ich habe die normale Rüstung aus Taumion komplett gecraftet, um sie scannen zu können, falls es darum geht, dass man Sachen nicht gescannt hat. Die Rüstung habe ich allerdings nicht mehr, weil ich sie weiterverarbeitet habe. Ich habe hier 2 Runic-Teile und die Boots of Traveler, da habe ich zum Beispiel die andere Rüstung für gebraucht. Für die Runic-Teile braucht man die, glaube ich, gar nicht. Und den hier, das ist übrigens eine coole Sache hier. Ich ziehe mich mal um. Na, so. Habe ich jetzt alles an? Ne, die Hose nicht. Jetzt habe ich auch die Hose an. Jetzt sieht es man an meinem Herzen leider nicht. Weil ich ja gelbe Herzen habe, ist das jetzt schwer zu erkennen. Nehmen wir die mal raus. Und gucken mal, ob wir was Schaden kriegen. Übrigens, der Server ist auf einer anderen Hardware. Das Neustartproblem ist erledigt. Dafür läuft aber jetzt irgendwie alles ein Tick langsamer. Habt ihr schon an der Tür hier jetzt gemerkt. Die ging irgendwie langsamer auf. Mobs bewegen sich langsamer. Muss ich mit Nitrado nochmal drüber quatschen. Da passt was nicht. So, Junge, explodier mal, machen wir mal Schaden. Mist, sind immer noch gelb. Ah, gut. Da, jetzt seht ihr es. Da sind so leichte Runen zu erkennen. Das kommt... Und auch um mich rum waren jetzt so eine Art Schutzschild, als ich Schaden bekommen habe. Da. Das kommen von diesen Runik-Sachen.
Charge 8 von 16 ist. Erholt sich jetzt wieder. Dieses Charging ist im Prinzip wie die Herzen, die ich zusätzlich habe von Tinker's Construct sind hier. So ist das hier von Taumig Tinkerer, glaube ich. Ein magischer Schutz. Auch nochmal zusätzlicher Herzen. Also wenn man das alles kombiniert, also ich behaupte mal, da wird man fast unsterblich. Das ist wie so ein Schutzschild, guck mal. Ja, weil meine Herzen jetzt so hell sind, ist es kaum zu sehen. Wenn die mich treffen, kommt halt dieses Aufblitzen. Ja? Und dafür geht diese Runen, die da über den Herzen sind, gehen dann zurück. Und erst wenn die weg sind, gehen die Herzen zurück. Es ist also Wahnsinn, wie viel Leben ich mit dieser Rüstung habe. Dauerhaft werde ich sie nicht tragen, aber ist eine schöne Sache. Vor allem ging es mir, ich möchte euch noch etwas anderes zeigen, wo ich das hier gut gebrauchen kann. Damit kann man nämlich fliegen. Sie sieht das natürlich doppelt belegt. Und zwar so lange, wie auf der linken Seite. Ja, ich kann mit der Maus nicht hin. Da wäre es. Dieser Balken blau ist. Dieser Balken zeigt nämlich an, die Füllung von da, Potentia. Da ist Potentia drin. Na, wie viel ich davon noch habe. Also im Prinzip, wie viel Sprit mein Jetpack noch hat. Steuert sich wie im Kreativmodus. Feine Sache. Ist allerdings normalerweise langsamer. Ich habe es jetzt hier so schnell, weil ich eine Verzauberung drauf habe, diese Haste-Verzauberung. Um das Ding ging es mir. So, haben wir wieder aus. Warum ich das gecraftet habe, wie gesagt, ich möchte euch damit was zeigen. Da kommen wir aber noch mal ein anderes Mal zu. Wir haben nämlich schon wieder Überlänge. Mal gucken, vielleicht mache ich das sogar nächste Folge. Ne, da wäre der Server besser, wenn der wieder voll läuft. Was immer hier jetzt momentan hakt. Ich weiß nicht, ob es im Video auffällt, aber achtet mal darauf, wie sich die Mobs bewegen. Na gut, der Idiot, der schießt jetzt. Da, die kommen ja angeschlichen. Das kann nicht sein. Auch die Turtles bewegen sich auch so langsam. Die Turtle-Programme laufen auch relativ langsam. Was allerdings interessanterweise jetzt sehr schnell läuft. Ist das hier. Normalerweise, wenn ich hier auf Refresh klicke, wird der Bildschirm ja kurz schwarz. Ja, für eine Sekunde oder so. Nur der aktualisiert sich jetzt instant. Also das läuft schneller. Das wird allerdings wahrscheinlich am Computercraft liegen. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ihr einen Tipp für mich habt, wie es hier weitergehen könnte mit Taumig Tinkerer, immer her damit. Ich bin im Moment ratlos. Ich vermute mal, ich muss noch irgendwelche Sachen scannen. Irgendwas auf jeden Fall herstellen, dass die Erforschung allein nicht reicht. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr ja da was. Ja, da oben. Ich wollte es live bauen, aber ich muss mir da echt Gedanken zu machen. Ich werde es wohl so machen, wie ich es jetzt gesagt habe, vorbereitet habe. Das wird dann bei der nächsten Folge fertig sein. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Wenn der Server wieder voll läuft, dann zeige ich euch etwas, was ich schon was länger zeigen wollte, eine spezielle Dimension, wo ich dann halt das hierfür brauche. Ansonsten müssen wir noch was nach anderem gucken. Ich habe auch noch was anderes angefangen. Mal sehen, ob das klappt. Gut. Ich wünsche euch was. Nochmal frohe Ostern. Wir haben ja Ostersonntag, ne, und Ostermontag schon, wenn ihr das hier seht. Genau genommen, auch wenn ich es hier aufnehme. Das Video soll in 3 Stunden erscheinen. Mal sehen, ob es klappt. Bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Part. Ciao. -i.